Trotz starkem Wind und dem ein oder anderen Schauer fand am 18. und 19. Juni der Handball-Beach-Cup auf dem Dietzenbacher Wingertsberg statt. Tag 2001 haben wir das erste Mal ein Beach ausgerichtet, hier oben auf der TEG, und es war ein Masterturnier und da haben wir die Plätze angelegt und seitdem spielen wir einmal im Jahr einen Handball Beach Cup aus. Also sind eigentlich alle ziemlich gleich, das ist nicht so ein riesen Leistungsgefälle, aber Hanau in der Regel ist immer ganz weit vorne. Das muss man sagen, ja, wenn Hanau da ist, ist es vorne. Zahlreiche Handballmannschaften aus der Region wurden zum Beach Cup der HSG Dietzenbach eingeladen und bewiesen trotz kühlen 13 Grad Teamgeist und Lust am Spiel.